Servus, liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Winterzeit ist ja für die heimischen Vögel, die sogenannten Standvögel, die nicht in den sonnigen Süden in den Winterurlaub fliegen, immer eine harte Zeit. Die wissen nicht, wo sie etwas zu fressen finden sollen. Deswegen ist wichtig, dass wir ihnen etwas zu futtern geben. Ist natürlich auch interessant für die Kinder. Ihr könnt zum Beispiel dann sehen, die heimischen Vögel, die Amsel, der Spatz, das Rotkehlchen, die alle über Winter hier sind, wie sie da vorbeikommen und hier bei euch futtern werden. Und am schönsten ist natürlich, wenn ihr mit den Kindern selbst solche Futterstängel gebastelt habt. Und wie ihr gehen, das zeige ich euch jetzt und ihr braucht kein Plastik dazu. Was brauchen wir alles dazu? Also, in dem Fall habe ich sie das selber, so einen alten Holunderast, Hulleisen, Multitool, in dem Fall das Leisman Signal, weil das hat ein Messer und eine Säge dabei und natürlich eine witterungsfeste Schnur. So. Dann würde ich mal sagen, sägen wir hier mal das Ganze ab. Und hier zeigt sich auch bei dieser Arbeit, wie gut die Qualität von einem Multitool oder einem Taschenmesser ist. Ob sich die Klinge, die Säge verbiegt, ob sie heiß wird, ob es dann hin und her wackelt. So, abgesägt. Wichtig ist jetzt, dass wir hier oben und unten ein paar Zentimeter stehen lassen. Jetzt kommt unser Hohleisen ins Spiel. Damit fangen wir jetzt an, das Ganze etwas auszuhöhlen. Ihr seht selber, das ist natürlich nicht im Saft, was ich hier habe, sondern das ist geschnitten worden von dem Gartenbesitzer. So. Und da arbeiten wir uns jetzt mal vor und versuchen jetzt hier das Ganze auszuhöhlen. Dazu arbeiten wir uns zum Markkanal vor. So, und es sieht schon langsam entsteht hier so eine Art, vorsichtig gesagt, Schale, Schüsselchen. So, da kommt der Markkanal und der schaut nicht mehr ganz fit aus. Deswegen wurde ja dieser Ast abgeschnitten. Oh, ja, der ist schon ganz schwarz innen drin. Na, sauber. So, da können wir jetzt ein bisschen mit unserem Taschenmesser von dem Multitool der Klinge nachhelfen. Da fahren wir also rein und holen das Ganze raus. Seht selber, ich fahre jetzt da innen am Rand entlang mit der Klinge und hole jetzt da innen drin das Ganze aus. Langsam wird's. Gut, jetzt können wir das Schnitzeisen mal zur Seite legen. Was wir jetzt brauchen, ist entweder einen kleinen Bohrer oder eine sogenannte Ahle. Die Ahle, das hat jetzt Multitool und jetzt gute Taschenmesser, das ist hier ein scharfer Stechdorn. Und den brauchen wir jetzt. Wir bohren nämlich jetzt hier oben ein Loch durch. Da seht ihr dann selber, wie gut euer Multitool ist oder nicht. Entsprechend flott geht die Arbeit voran und Leisermann hat hier offensichtlich sehr hochwertiges Werkzeug geliefert. Ja, da tun wir jetzt langsam uns eben ein Loch durchbohren, damit wir da gut durchkommen. So, das haben wir jetzt schon. Das schaut schon recht gut aus, das Ganze. Da oben auch noch.
So, jetzt haben wir hier das Loch durch und da fädeln wir jetzt den Draht bzw. eben den wetterfesten Faden durch, damit wir unsere Snackbar entsprechend aufhängen können. So, jetzt wirbeln wir das da oben miteinander, dass ich keine Vogel verletzen kann. So, und jetzt ist das Ganze verschlossen. Bitte schön. Wir füllen jetzt in diese Vogelsnackbar Fettfutter hinein. Drücken es so schön rein. Dann haben wir jetzt die Vogel ein bisschen was zu arbeiten, damit sie an ihr Futter kommen. So. Ruhig das Ganze voll machen und mit den Fingern fest reindrücken. So. Und dann ist unsere Snackbar auch schon fertig. Jetzt müssen wir es nur noch raushängen. Jetzt habt ihr gesehen, wie einfach das ist, für die Standvögel im Winter eine leckere, lustige Snackbar mit den Kindern zu machen. Die haben dann auch eine Freude dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Macht es gut bis dahin. Pfiat, servus, euer Olli.